Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Teil 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe diese erste Mission in... Oh je, wie heißt das System nochmal, wo wir sind? In Rostov, genau. Habe ich schon mal gemacht gehabt. Aber dann habe ich die Aufnahme abgebrochen, weil da hatte ich dasselbe Problem, das ich schon mal hatte. Die Gegner haben fast keinen Schaden genommen, egal wie ich geflogen bin, egal was für Volltreffer ich gemacht habe. Wir dagegen selber sind nach zwei Treffer schon tot gewesen. So in der Richtung war es. Also das war ein bisschen unbefriedigend, das war ein bisschen, naja, scheiße einfach. Aber das Problem hatte ich ja schon mal. Jetzt hoffe ich dann, jetzt wo ich neu gestartet habe, dass es auch besser läuft. Ansonsten brauchen wir in Rostov-System, ich habe nochmal nachgeschaut, 40 Punkte und 55 Punkte kann man hier insgesamt machen. Die erste Mission können wir abschließen mit 12 Punkten von 15 Punkten. Aber 12 Punkte schafft man, indem wir nach NAV 3 fliegen, gibt einen Punkt. Ein Schiff, eine Dakota oder so heißt es, zerstören, gibt 10 Punkte. Zurück zur Tiger's Law gehen und landen, gibt auch nochmal einen Punkt. Das sind dann die 12 Punkte. Die restlichen 3 Punkte wären dann NAV 1, NAV 2 und NAV 4 anfliegen. Die Mission zu machen, bringt insofern nur was, indem man 15 Punkte hat. Wenn man es nur schaffen, mit 12 Punkten bringt es überhaupt nichts. So, die zweite Mission gibt nämlich 15 von 15 Punkten. Das heißt, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen oder vergessen. Entweder sie ist geschafft oder sie ist nicht geschafft. Und wenn wir Mission 1 mit voller Punktzahl schaffen, können wir auch Mission 2 vergeigen. Genauso gut kann man sagen, wenn wir Mission 2 schaffen, können wir auch auf Mission 1 quasi verzichten. Also die zwei sind so austauschbar. Natürlich nur, wenn man Mission 1 komplett mit allen Punkten schafft. Mission 3 gibt dann 25 von 25 Punkten und die müssen wir definitiv schaffen. Ja, also das heißt entweder Mission 1 mit voller Punktzahl, also Mission 1 oder 2 und Mission 3. Das sind auf jeden Fall das Wichtige in diesem System hier. So, das Üble ist, wir haben einen Haufen Asteroiden hier drin und das ist schwierig einzustellen. Da sieht man auch schon, wie übel es aussieht. Ich glaube, das ist so ein Supply-Schiff, das wir erledigen müssen hier in dieser Mission. Das ist, glaube ich, das Wichtige, ansonsten haben wir das verloren. Na gut, schauen wir mal. Ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Ich meine, wenn wir die Mission nicht schaffen sollten und nicht dabei sterben, ist es gar kein Problem. Die 2 und 3 ist, wie gesagt, wichtig. Das ist nur eine Mission, damit wir auch quasi 2 nicht schaffen müssen. So, und da sind wir doch gleich jetzt in ein Asteroidenfeld. Ja, toll. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Asteroiden liebe? Naja, egal. Ich hoffe, dass wir diese Mission jetzt schaffen werden. Fliegen wir erstmal zu NAV 1. Das ist ja unser erstes Ziel.
gibt dann auch einen Punkt, wenn wir es geschafft haben. Aber erstmal müssen wir aus diesem Asteroidenfeld rauskommen. Ich glaube, wir haben es auch gleich geschafft. Ja, da leuchtet Auto auf. Wir können Autopilot einschalten. Sehr schön. Und dann nächster Asteroiden. Ja, ich meine, das wussten wir, dass das da so ist. So, Ziel erreicht. Wir gehen nach Nav-Punkt 2. Das heißt, einen Punkt haben wir schon. Bei Nav-Punkt 2 kriegen wir dann den zweiten Punkt. Ich glaube, wir sind aus dem Asteroidenfeld draußen. Autopilot geht noch. Jetzt geht's. So, zwei Gegner und Asteroiden. So, du sollst mal den hier angreifen und wir gehen auf den anderen mal drauf und... Ah, na toll. Gleich alles zerstört hier, weil ich nicht ein bisschen aufgepasst habe, weil ich ja unbedingt noch die Anweisung geben wollte. Was ist denn eigentlich alles zerstört? Zwei Units. Jawohl, den Hammer. So, wie sieht's da aus? Nach NAV 2 müssen wir noch. Jetzt ist ja hier. Das haben wir ja noch nicht geschafft. Ja, da will man einmal einen Befehl erteilen und zack, kriegt man gleich alles Mögliche ab. So, nach NAV 3. NAV 3 ist nicht im Asteroidenfeld. Wenn ich mich recht auf der Karte erinnere. Okay, unsere Karte geht irgendwie nicht mehr. Die scheint kaputt zu sein. Macht aber gar nichts. Solange wir noch irgendwie die Sachen hinfliegen können. So. Sollen wir erstmal zu NAV 3 fliegen? Ich glaube, wir fliegen erstmal zu NAV 3 und dann erledigen wir erst die Gegner. Hätte ich einfach mal vorgeschlagen. So, das ist erledigt. Dann erledigen wir doch die hier. Wow, 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 wow. Na? Na, also, den Hammer. Sehr gut. Jetzt noch der zweite. Und das mit dem kaputten System? Das ist doch gar nicht mal so schlecht.
Na? Der müsste doch gleich kaputt sein. Den müssen wir doch gleich haben. Ah, das war doch ein schöner Treffer. Nächste Welle. So, dann sollst du den angreifen und wir nehmen jetzt einen anderen wieder. Beziehungsweise... Wir können den ja auch noch erledigen. Geh mal alle auf den einen drauf. Das passt doch. Wie viele Gegner sind das? 4 Stück, oder? Treffer, aber leider nicht genug, um was zu machen. Okay, einer weniger. Na hopp. Okay, ich glaube, der hat getroffen. Bei uns sieht es überhaupt nicht gut aus. Ja, sage ich doch. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Dafür, dass wir so kaputt waren am Anfang schon, haben wir erstaunlich lange ausgehalten. Ja, die Mission, die macht mir echt zu schaffen. Ich weiß auch nicht warum, aber die macht mir wirklich zu schaffen. Wenn nicht, lassen wir es einfach sein und machen dann die zweite und dritte. Das sollte ja langen. Eigentlich ja toll. Kriege ich gleich noch Schaden hier? Weil wir hier durch diese gerammt werden. Na toll. Aber scheint aber nicht so schlimm gewesen zu sein. Ja. Jetzt fliegen wir wieder richtig. Keine Ahnung, warum wir gerade eben nicht so gut geflogen sind. Naja, egal. Ich will hier raus. Ich glaube, jetzt haben wir's. Jetzt müssten wir doch gleich auf Auto kommen, genau. Also das Ganze wieder von vorne. Eins ist erreicht. Ja, genau. Dann nach Schlacht 2. Da haben wir dann 2 Gegner. So. Den müssen wir doch gleich haben, komm schon.
Oh, der flieht ab, oder? Nee, der kommt wieder. Oder er flieht. Er flieht. Er flieht. Naja, gut. Ist mir eigentlich relativ egal, dann erledigen wir den nächsten hier. Das sind jetzt keine Gegner, die würden ein paar Punkte geben, aber keine Siegespunkte, die wir brauchen, um die Mission zu bestehen. Von daher sind sie mehr als eigentlich ein Ärgernis. So, sehr schön. Jetzt sieht's doch wieder mal viel, viel besser aus. Wow. So, wir sollen noch nach Dach 2 fliegen, genau. Da waren wir noch gar nicht. Oh. Ah, kein Autopilot. Ja klar, wir müssen noch durch den Asteroidenhaufen durch. Das Ding liegt ja, glaube ich, mittendrin. So, gleich Hammers. Nach NAV 3. So. Und NAV 3 ist das Problem, wo ich immer habe. Die ersten zwei sind noch in Ordnung. Aber danach, die Vierergruppe, die macht große Probleme. Break and Attack. Dann erledigen wir es doch mal. Ich sage, er soll jetzt einfach so angreifen. Okay, schöner Schuss. Der war wirklich schön. Dann noch den hier. Eieiei. Iceman will ich nicht abschießen. Das muss nicht sein. Ah, sehr schön. Dann erstmal auf ihn losgehen, hätte ich gesagt. Gehen wir mal alle auf ihn. Schauen wir mal, dass wir gleich ein paar Gegner dezimiert kriegen oder so irgendwie. Okay. Sehr, sehr schön. Ah, wenn es ein bisschen schwieriger läuft, ist es manchmal tatsächlich ein bisschen einfacher, habe ich den Eindruck, zu zielen und zu machen. Na komm. Wir kriegen das hin. Der ist doch schon so gut wie zerstört. Okay. Jetzt dürften es nur noch zwei sein. Und die zwei, die wollen wir auf jeden Fall erledigen noch. Die müssen wir sogar erledigen. Ah, jetzt sieht es um einiges besser aus. Also teilweise, wenn man tatsächlich die Geschwindigkeit runtergesetzt hat und nicht hoch macht,
ist es teilweise tatsächlich einfacher zu fliegen. Oh, ich glaube, da ist genau der gekommen, den wir zerstören müssen. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Na, aber kriegen wir den doch noch irgendwie hin, bevor wir uns um den anderen kümmern? Okay, wir kriegen's hin. So. Den hier müssen wir zerstören, den Dark hier. Rakete. Vielleicht die nächste Rakete. Und ich glaube, wir haben ihn. Sehr schön, das gibt jetzt 10 Punkte. Und damit ist die Mission, glaube ich, sogar geschafft. Uah. Eieieiei. Was macht denn der wieder für einen Scheiß? Sehr schön. Gut gemacht, Iceman. So. NAV 3 haben wir schon erreicht. Wie es aussieht. Geht uns ganz kurz nochmal nach NAV 3. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir es auf jeden Fall haben. Weil das habe ich gar nicht irgendwie mitgekriegt. Already visited. Ja, das hatten wir. Okay, dann nach NAV 4. Es ist dann hier drüben, auch Asteroidenfelder. Und das müsste es dann gewesen sein. Dann zurück zur Tiger's Claw. Das darf man noch nicht mehr an Asteroiden zerstört werden. Das wäre scheiße. Und keine Gegner in Sicht. Alles klar. Dichter Asteroidengürtel, wie es aussieht. Aber wir haben es gleich geschafft. So, Tiger's Claw zurück. Wir sind durch. Das heißt, wir haben alle NAV-Punkte abgehandelt. Es gibt 4 Punkte. Wir haben diesen Tanker oder was es war abgeschossen. 10 Punkte, 14 Punkte. Noch einmal landen, gibt nochmal einen Punkt. Und Klingel. Okay, da bin ich wieder. So, zurück zur Tiger's Claw. Ein Glück kann man in der NAV-Karte reingehen und da wird's pausiert, sonst wäre es ein bisschen blöd. Hallo, ich will mir da... Oh, Asteroiden, Hilfe! Ich will eigentlich mit der Tiger's Claw reden. Sind wir jetzt noch zu weit weg von ihr? So, jetzt dürfen wir landen. Sehr schön. Geben wir mal ein bisschen Gas. Oh, gibt es Landenproblem? Jetzt, nee. Gibt kein Landungsproblem. Ah, wir haben es geschafft. Ah, das freut mich. Irgendwie, die Mission war irgendwie so richtig
gar nicht meins. Da habe ich echt Probleme mit gehabt. Aber wir haben es hingekriegt. Jawoll. So, das Mission Debriefing. Glad to see you back, Ara. Aboard, Okami. You look good out there, Colonel. You both did, as I expected you would. Good job. Let's review the mission report. You destroyed 7 of the enemies, Okami. And as expected, Iceman tagged 1. Wie, das hat er nur erwartet, dass er nur einen hinkriegt. The recorder also shows you downed a Kilrassi supply ship. Good work. That's all. Dismissed. So, jetzt reden wir nochmal mit den ganzen Leuten. Was hast du denn zu erzählen, Shotglass? Hey Okami, you look like a man who could use a drink. I've invented a new drink named for this system. I call it the Rostov Hairball. For all those Kilrassi ships on the rocks out there in the asteroid fields. Ja, da grinst er. Stop by when you are off duty and we'll have one. So, dann haben wir hier noch unseren guten Freund Maniac. Hey there, Okami. How's it going? I sure wish that I could see some more action. But the commander won't let me on the flight deck. He's still upset about that spot that I accidentally struck. Oh, was hast du wieder gemacht, Maniac? Man, it wasn't my fault. I can't control a missile once it launched. Oh, Maniac. No one can. How am I supposed to stop it from acquiring a Drayman as its target? Besides, a transport should know enough to stay out of a fighter's way. Ja. Hallo Knight. Hello Okami, have a seat. I hear the Kilrassi are hungry for the minerals in those asteroids out there. My guess is that they'll try to send in some heavier ships. So it's probably a good idea to hang into a couple of missiles. In case you meet something big in the later stage of a mission. Gut zu wissen, ja, das machen wir ja eigentlich immer so. That way you still have something with punch to throw at the big boys. Ja, mit den Raketen gehe ich ja immer sparsam um eigentlich. Allein so wie er gesagt hat, falls dann doch irgendwann mal was Großes auftauchen sollte. So, dann speichern wir. System Mission 2. Erste Mission haben wir also jetzt vollständig geschafft mit allen Punkten. Das heißt, die zweite Mission ist jetzt nicht mehr wichtig. Das heißt, die können wir ruhig vergeigen, wenn wir das wollen. Ich werde natürlich versuchen, sie trotzdem zu schaffen. Aber im Großen und Ganzen wäre es nicht mehr wichtig. Wichtig ist jetzt noch die dritte Mission. Aber wie gesagt, ich versuche trotzdem, die zweite auf jeden Fall zu schaffen. Sicher ist sicher. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.